Hi, was geht, Bros? Was geht? Ich habe heute Urlaub gebucht. Es geht nach Griechenland, Kreta. Nach Griechenland, Kreta. Freunde, so wie es ausschaut, wird es richtig schwierig bei uns mit Urlaub, Alter. Das ist so eine tricky Scheiße. Weil das Ding ist, wir sind in dem Fall Rätsmann, Cindy und ich. Wir wollten halt in Urlaub fahren. Und entweder, also, pass auf, Plan Nummer 1 war, dass wir nach Malle fahren. Also, der eigentliche Plan war, dass wir mit 10 Leuten nach Malle fahren. Okay, aber das geht halt nicht, weil wir nicht 10 Leute sind. Okay. Nein, Chat, wir wollen nicht euch mitnehmen, okay? Danke. Also, wir hätten da halt IRL-Streams mitgemacht und so ein Shit. Also, hätten wir euch mehr oder weniger schon mitgenommen, Freunde. Aber wir wollen nicht mit euch da Urlaub machen, okay? Ja, Paperhands, niemand will mit mir Urlaub machen. Nimm Domo mit. Bro, es ist ein fucking Lüfter-Chat. Naja, auf jeden Fall wollten wir eigentlich so mit 8 bis 10 Leuten uns so eine Finca mieten. Damn, und dann da so ein bisschen... Son, ja, vielleicht habt ihr das bei Crispy Rob gesehen oder so. Da haben die so ein bisschen Dings gemacht, so ein bisschen, so ein bisschen gegrillt, bisschen am Pool gechillt, bla bla bla. Und es wäre dann halt so gewesen, dann wären wir halt 8 Leute gewesen. Dann hätte ich dann vielleicht mal so ein bisschen gestreamt, wie wir da Party machen an unserem Pool. Dann hätte ich einen Tag, wäre ich vielleicht mit Rätsmann zu zweit irgendwo hingefahren, wir hätten was gemacht und hätten da einen IRL-Stream gemacht. Ich denke, es wäre all in all ziemlich cool gewesen und shit. Aber das ging halt nicht, weil wir nicht 8 Leute zusammengefunden haben und weil wir keine richtige Finca gefunden haben, die den Preis, die unser Preissegment entspricht, sage ich mal. Also die waren alle, also, okay, es ist ein weirder Flex, aber also, das wäre halt für die Studenten unter uns, wäre das halt dann zu teuer gewesen. Also, zum Beispiel für Cindy und Rätsmann und so und zum Beispiel Max wollte auch noch mitkommen, also mein Cutter und seine Freundin. Und zum Beispiel seine Freundin ist halt auch noch eine Schülerin so. Also ist ja, als Schülerin ist man ja noch mehr broke als ein Student, so. Wisst ihr, wie ich meine? Chat, Domo kommt nicht mit, es ist ein Lüfter, Jesus Christ. Hat der Junge Geld? Nein. Wie soll er seinen scheiß Urlaub bezahlen? Okay? Wie soll er seinen scheiß Urlaub bezahlen, Freunde? Der hat einen eigenen Channel. Bro. Okay, ja, Freunde. Wir machen das ein bisschen so wie bei Arafat mit Domos Channel, okay? Nur, dass ich nicht 50% nehme, sondern einfach alles. Okay? Domo sieht keinen Cent von dem zweiten Channel. Also, von seinem Channel. Das Einzige, was er bekommt, Freunde, von den AdSense-Einnahmen, ist frisches neues Wasser und Strom, damit er überhaupt laufen kann und dass er am Leben ist. Er wird quasi Naturalien bezahlt, no homo. Alter Chat, ich muss euch was erzählen. Wir sind mit Society durch. Ich habe eine Serie mit 10 Folgen, eine Stunde, innerhalb von, haltet euch fest, 2 Wochen geguckt. Das ist legit ein neuer Rekord hier, Jungs. So viel habe ich noch nie in 2 Wochen geguckt. Bei fast allen anderen Serien, außer zum Beispiel vielleicht Stranger Things und Prison Break, aber bei allen anderen Serien, die ich bis jetzt getried habe, musste ich mich immer so richtig überwinden und zwingen, dass ich es gucke. Und ich habe auch letztens mit Rätsmann drüber gesprochen. Ich weiß nicht, ist es bei einer Serie Sinn der Sache, dass man sich erstmal eine komplette Staffel durchquälen muss oder erstmal 5 fucking Folgen gucken muss, bevor es geil wird? Irgendwie ist es doch nicht Sinn der Sache, oder? Also ich weiß nicht, zum Beispiel Society hat mich schon ab Folge 1 übelst gekickt. Da hatte ich Todesbock drauf. Ab Folge 1. Folge 1 war geil. Damn, son, das ging einfach direkt los, Digga. Das war bam, 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 bam. Und dann ging's ab, Alter. Und ich dachte so, oh, geil, okay, den Shit gucke ich jetzt anscheinend. Und zum Beispiel, weiß ich nicht, bei allen anderen Serien, die ich bis jetzt geguckt habe, da hat mich das dann irgendwie, dann musste ich mich so die ersten 7 Folgen da richtig durchzwingen. Und danach war es so, I don't know. Ich soll dir das hier mal von Sonics Laserdrucker schicken. Er hat für dich ein Emote gemacht. Okay. 5er, dass es ein Kaki-Mode ist. Oh shit, das ist actually cool. This is actually nice. Damn, son, where'd you find this? Das ist actually echt cool, Mann. Ich weiß nicht, ob das jetzt unbedingt ein cooles Emote wäre. Ich find's schon fast cool als Merch, to be honest. Der Glöckner von Notre Dame. Sieht meine Nase so groß aus? Nein, ich hab doch nicht so einen Zinken, Alter. Ah, actually ganz cool, denke ich. Ganz cool. Danke für die 2 Euro. Damn, und Sonic, son, grüße raus. Deine this? Nase ist nice. Deine Nase ist nice. Manchmal, wenn so eine große Donation reinkommt, mit irgendwas, was ich vor 1-2 Sätzen gesagt habe, also die kam ja so instant. Ich habe gerade über meine Nase geredet und gefühlt 10 Sekunden später kam die 25 € Donation von Kriegi rein. Okay? By the way, dickes Papa Ellen Chef für den Dude. Vielen Dank für die Top-Donation. Ich frage mich da manchmal, sitzt dann so ein Kriegi da zu Hause? Okay, hab meinen Stream auf dem Main-Bildschirm offen und den Destination-Tab auf dem zweiten und er wartet quasi einfach nur, bis ich irgendwas sage, wozu er was schreiben kann und dann drückt er den Trigger ab. Ist es so? Oder hast du einfach
So, oh shit, Nase, Nase, woo, 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 woo. Und dann klick, 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 25 Euro, absenden, ist es so. Also, ich weiß nicht, wie von, also welches von den beiden ist es, Bruder? Chat, wir waren gestern auf dem Karneval der Kulturen, ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Im Grunde müsst ihr euch das so vorstellen, da sind so, ja, so Umzugswegen, wo so verschiedene Kulturen vorgestellt werden sollen. Aber eigentlich geht's nur ums Saufen. Also es ist quasi wie so eine Art Dorffest, aber quasi in groß. Okay? Und mit Technomucke. Chris hat schön ein paar Pillen eingeschmissen, Jungs, und hat schön abgeschrankt. Damn, son, where'd you find this? Bin immer ready für eine Donation. War mega nice, deswegen konnte ich gestern auch leider nicht streamen, Jungs, weil ich schon wieder so voll war. Alter, oh mein Gott, Chat, ich habe eine kranke Story. Okay, passt auf. Also, es hat auch mit dem Karneval der Kulturen zu tun. Freunde. Kranker Shit, okay? Ich erzähl's von vorne. Also erstmal waren wir bei Fabian, okay? Vielleicht kennt ihr Fabian. Fabian ist eines der, ich würde sagen, wenn nicht sogar mein gut aussehendster Homie, den ich habe. Das hier ist Fabian, okay? Deutsche Model einfach, okay? Auf jeden Fall waren wir bei Flex, okay? Also wir nennen ihn immer Flex, das ist sein Spitzname. Also es hieß halt, yo, hey, kommt erstmal zu mir, wir treffen uns bei mir und dann gehen wir langsam auf den Karneval. So. Wir also hochgestiefelt zu Fabian. Der Bastard wohnt natürlich erstmal schön in der 5. Etage oder so, also ganz oben, Bruder. Und es sind so Altbauwohnungen, wo dann so eine Decke einfach 5 Meter hoch ist. Bruder, da stirbst du einfach, bis du oben ankommst. Und dann noch bei 40 Grad, Alter, war richtig geil. Grüße gehen da auf jeden Fall raus. Wir dann oben angekommen, kommt da erstmal so eine an, die aus meiner damaligen Schule war und meint so, hey, bist du nicht der Ex-Freund von? Und dann hat sie den Namen von meiner Ex-Freundin gesagt. Digga, geil. Will man nicht so auf einer Party begrüßt werden? Man kommt mit seiner Freundin auf eine Party und wird begrüßt mit: Hey, bist du nicht der Ex-Freund von bla bla bla? Digga, das war ein bisschen weird, Champ. Besser als: Hey, bist du nicht mein Ex-Freund? Als würde man das nicht so wissen, Digga. Was? War ich mit dir mal zusammen? Na, aber auf jeden Fall kam wieder rein und diese meinte halt so: Yo, bist du nicht der Ex-Freund von der und der? Und ich dann so: ja, hi. Und dann meinte sie so ganz weird so, ja, benehm dich, sonst erzähl ich ihr, was du gemacht hast oder so. Das war so richtig weird, Champ. Weil ich bin mit der Person damn, halt schon seit, son, where'd you find this? I don't know, see. Seit 7 Jahren auseinander oder so. Oder seit, keine Ahnung, 5. Es war halt richtig weird, Champ, alright? Also mal ein aktives weird Champ in den Chat, Jungs. Aber dann meinte halt Flex so, yo, hi, was geht, Buddy und so. Wollt ihr was zu trinken holen? Dann habe ich mir was zu trinken geholt. Und dann habe ich so ein Gingerbier gesehen in dem Kühlschrank. Und also Gingerbier, vielleicht kennt ihr, das ist ja das von Moscow Mule, mein Lieblingscocktail, würde ich sagen. Und dann habe ich mir das so aus dem Kühlschrank genommen und mir so ein Moscow Mule gemacht, also Wodka mit Gingerbier. Und dann stand ich da so und wir wollten gerade runtergehen zum Karneval. Spricht mich da einer an und meint so, hey, was trinkst du da? Und in dem Moment wusste ich einfach so, oh boy. Oh boy. Damn, Kevin, son, du Bastard. Where'd you find this? Das Ding war, pass auf. Das, du Hund. Das Ding ist halt, unten beim Karneval kostet halt so ein Cocktail 7 Euro, okay? Deswegen wollte ich halt den Maximum Sparfuchs machen und hab halt 2 Plastikbecher mit Mischen mitgenommen, okay? So auf Maximum Sparfuchs. Das heißt, ich sah so übelst gierig aus und zusätzlich dazu hatte ich anscheinend noch irgendwem sein Getränk abgezogen, damn, der dann son, da auch richtig pissig war. This? Und dann meinte die so, ja, was trinkst du da? Ich so, Gingerbier, ich hoffe, es ist nicht deins. Doch, das ist meins und das wollte ich noch trinken. Dann meinte ich so, sorry, ja, ich kaufe dir unten beim Kiosk einfach ein neues. Ist sie weggegangen, okay. Damn, und dann waren wir son, unten, dann waren wir this? Unten und ich habe mir so ein Kaipi geholt, okay. Und ich habe ihn nicht trinken wollen und meinte dann so, hey, will jemand diesen Kaipi haben? Und dann hat sie gesagt so, yo, why not so. Und dann meinte ich so, ja, ist für das Gingerbier vorhin. Ist wieder weggegangen, wo ich mir so dachte, also, jetzt mal beim besten Willen. Dicker. Damn, son. Ich hab dir ein Gingerbier geklaut. Die Scheiße kostet 90 Cent. Und du hast mein Kaipi für 7 Euro bekommen. Nee, also, das habe ich einfach nicht gecheckt. Aber die Story, die ich eigentlich erzählen wollte, Freunde, okay? Das ist actually Triple Pock. Auf jeden Fall war es folgendermaßen. Wir mussten Geld abholen, okay? Weil wir hatten kein Bargeld dabei, Cindy und ich. Cindy ist Sparkassenkunde, also sind wir zur Sparkasse gegangen. Damn, son, todeslange Schlange. Cindy geht rein, will Geld abheben,
Will so ihre Karte reinmachen, geht aber nicht. Okay. Weil dann noch so auf dem Bildschirm steht so, bitte nehmen Sie Ihr Geld raus. Und Cindy dachte so, okay, fuck. Jetzt muss ich mich anscheinend neu anstellen, weil der Automat ist verbuggt. Boys, der Typ vor uns war anscheinend so besoffen, dass er einfach sein verficktes Geld da drin gelassen hat. Und das nicht eingezogen wurde. Das heißt, Cindy konnte erst Geld abheben, wenn sie das Geld rausgenommen hatte. Aber sie weiß halt auch nicht, der Typ war halt schon über alle fünf Berge so. Cindy hat 100. Du achtest ja nicht darauf, wer da vor dir ist. Son, wir haben ja nebenbei auch gequatscht und so. Right. Also im Grunde haben wir gestern auf den Nacken gesoffen, Chat. Da waren irgendwie so 80 Euro drin. Ich meinte schon so, ja, morgen, ich habe jetzt übel. Also ich meine, ich habe damit ja nichts zu tun, aber ich meinte so, ich habe ein bisschen schlechte Gewissen. Morgen donate ich 80 Euro an so einen Tierschutzverein oder so. I don't know. Damn, ja, was machst du in so einem Moment? Ist halt tricky, I don't know. Der Automat hat das nicht eingezogen und shit, keine Ahnung. Der Mann war irgendwie... Aber das war irgendwie auch super weird, weil ich glaube, der Mann hat irgendwie so 500 Euro abgehoben. Weil der hat Geld genommen, meinte Cindy. Der hat auch Geld in der Hand. Damn, son, aber irgendwie hat er nicht alles genommen. Wie auch immer das passieren kann. Fundbüro. Damn, son, where'd you find this? Wahrscheinlich Fundbüro, oder? Entschuldigung, ich habe hier meinen 500-Euro-Schein verloren. Oh! Ist da so ein Gesicht und so ein großes Eurozeichen drauf? Genau der ist es. Der ist es. Oh ja, hier. Das ist sicherlich legit. Ja, keine Ahnung, Bruder. Ist halt schwierig. Ist halt... Ich weiß ich nicht. Ist moralisch irgendwie schwierig. Ich habe heute Morgen einen 3-Jahres-Clip von dir gefunden und schau dir das mal an. So cringe. Oh boy. Okay, Freunde. Ich ob die Pokémon Go... Fick dich, Rick! Oh, nee. Oh, ich kann mir das nicht reinziehen. Oh, das ist unangenehm. Oh, selbst ohne Ton ist es cringe. Uff. Das ist echt hart unangenehm. Ich hasse mein altes Ich. Guck mal, mein neues Ich ist viel cooler. Ich bin, glaube ich, immer noch genauso unangenehm. Aber, aber ja, ich finde das ein bisschen unangenehm zu mir. Oh, fick dich, Rick Red! Warum schreibst du meinen Chat? Oh, halt dein Maul, Kevin. Und zieh dir mal eine Klamotte an, die nicht aussieht, als wärst du der komplette Retard. Danke. Ah, ich hasse old Kevin. Warte mal, ich muss kurz für die Wissenschaft auschecken, was das für ein Clip ist. Oh Gott, okay, holy shit, chill. What the fuck?